trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Dann würde ich sagen, Leute, ihr könnt euch jetzt nochmal entscheiden, Brawl Pass oder nur Megaboxen. Also was wollt ihr lieber? Soll ich den ganzen Brawl Pass durchkaufen und so weiter oder soll ich einfach nur Megaboxen öffnen hier? Okay, 800 Leute. Okay, ja, die Tendenz ist eigentlich ganz klar. Die meisten würden sich wünschen nur Megaboxen. Alles klar, okay, der weiß Bescheid. Nur Megaboxen. Dann let's go in die Boxen. 5 verbleibende haben wir als erstes. Okay. Ey, das stört mich immer, ne? Dieses, dass man hier immer sozusagen auf Krampf diese Powerpunkte so vergeben muss. Oh, 6 verbleibende. Ah, okay. Gadget, Leute, Gadget. Ich glaube, wir schaffen es, einen Legendären zu ziehen. Ich glaube, wir schaffen es, einen Legendären zu ziehen, Leute. Ich hab's im Gefühl. 5 verbleibende, okay. 5 verbleibende. 5 verbleibende. 5 verbleibende. 5 verbleibende. Oh! Und legendärer! Nicht. Es ist eine Star Power. Okay. Warum nicht dritte Option Big Boxen? Ey, nein. Rentner, du willst mich doch quälen hier, ey. So, Leute. Der Rentner will mich hier anders quälen, Alter. Mit Big Boxen. Okay, das ist auf jeden Fall auch nur ein Gadget gewesen. Leute, wir haben noch 3000 Gems. Es ist auch alles möglich. Legendärer, es könnte noch kommen. Junge. Oh. Okay, Leute, ich glaube, hier ist ein Legendärer drin. Was meint ihr? Schreibt es in den Chat. Ich habe so ein Gefühl, jetzt haben wir schon viele Boxen mit Gadgets und so gehabt. Immer wenn ich zock, ist legendär. Schreibt Livin. So sieht's aus, Alter. Livin, du hast auf jeden Fall Ehre. Creator Code Lukas auf jeden Fall auch am Start. Hier scheinbar bei ihm. Ehre, Ehre. Okay, ja, nein, ja. Und danke nochmal. 1,99 € TheoGamer3000. Kannst du mich abonnieren? Ah, Leute, er hat auch schon 99 Cent vor 5 Minuten gesperrt. Ey, vielen, vielen Dank, Theo. Abonnieren weiß ich nicht, tatsächlich. Um ehrlich zu sein. Mal schauen. Und auf jeden Fall, Justimon, habe ich schon seine Donation vorgelesen. 1,90 €. Hallo, liebe deine Streams bei jedem dabei. Das wäre sehr krass. Wenn das stimmt, Ehre, Ehre. Und MafiaGamer37 nochmal 2 €. Hallo, Lukas, kannst du mich grüßen? Ich heiße Ibrahim. Grüße an dich, Ibrahim. Ich hoffe, ich habe die Donations vorgelesen. Jetzt habe ich es aber nochmal vorgelesen. Vielen Dank. Ach, Digga, Gadget, okay. Hab dich, heißt es einfach von Colette, okay. Einfach fangen gespielt. Digga, schon wieder Gadget, ne? WTF? Sechs verbleibende, okay, Leute. Ich tippe, jetzt ist hier Mac drin. Ah, WTF, wie ist denn die Chance? 0,07, es geht klar. Geht schon klar. Könnte höher sein, aber es geht klar. Weil ihr müsst überlegen, wir haben auf dem Account halt noch gar keinen Legendären. Dementsprechend, ne? Eigentlich gar nicht so schlechte Voraussetzungen. Oh, 6 verbleibende. Hier aber. Junge, schon wieder Gadget. Hä? Wir haben ja noch nicht mal einen Brawler gezogen. Jetzt wieder. Oh, Bass. Okay. Ja, okay. Bass ist halt episch, ne? Bass ist ein cooler Brawler, aber ist episch. 5, okay. Digga, jetzt sagt mir nicht, dass wir mit den ganzen Gems keinen Legendären bekommen. So, Freunde, und bevor es weitergeht, vergesst auf gar keinen Fall den Danita Überraschungsmerch. Ihr könnt wahrscheinlich nur noch heute bestellen. Der Merch wird dann auch nie wieder verfügbar sein. Er ist schon fast ausverkauft. Geht auf jeden Fall schnell auf die Seite auf dermerch.de und sichert euch euer Paket, bevor es ausverkauft ist. Ihr bekommt 3 von 5 zufälligen Beilagen dazu. Die handsignierte Autogrammkarte von Clash Games und mir ist garantiert. Und dann, ja, zum Beispiel noch ein Mäppchen und einen Rucksack oder eine Spardose und eine Taste. Das kann alles drin sein, Leute. Let's go. Na, oder auch nicht. 2 verbleibende. So viel dazu, Leute. Ich habe nichts gesagt. Verbleibende, let's go, Mann! Was? Ich hab's noch nie geschafft, Digga, was?
Oh mein Gott, let's go! Let's go, Digga, was geht? Was geht, Digga? Alter, Digga, ich habe über 200.000 Euro für Brawl Stars ausgegeben und das erste Mal jetzt 10 Verbleibende gezogen. Es wurde mal Zeit, wirklich, Digga. Meine armen Nachbarn, Alter. Meine armen Nachbarn, Alter. Oh mein Gott, let's go. Oh mein Gott, ich bin gerade so glücklich, Mann. Ich muss Kevin anrufen, Alter. Ich muss ihm jetzt sagen, dass ich es auch geschafft habe. Ich muss ihm sagen, dass ich es jetzt auch geschafft habe. Okay, Leute, ich glaube, Kevin geht nicht ran. 10 Verbleibende, wir haben es das erste Mal geschafft. Ever. Ich habe noch nie 10 verbleibende Gegenstände gezogen. Digga, es kann einfach nicht wahr sein. Ganz random, Digga. Ich habe nicht damit gerechnet. Gönnt es einfach die 10 verbleibenden Gegenstände, Digga. Ich bin der Meinung, ich habe es verdient, Leute. Ich bin der Meinung, ich habe es jetzt auch mal verdient, die 10 verbleibenden. 10 verbleibende. Am Ende ein Prank. Nein, Digga. Was für Prank. Und wir haben es geschafft, Leute. Ehre für die 8000 Likes. Ich bin so aufgeregt, Junge. Ich bin so aufgeregt. Okay. Und es sind auch 9, ne? Let's go. Let's go, Digga. Da ist Crow drin, schreibt jemand. Ey, das war krank. Okay, Leute. Ne, Gear und Token. Endlich habe ich auch mal alles in einer Box, was man braucht für 10 Verbleibende vor allem. Digga. Okay, Powerpunkte für Bass. Powerpunkte für den Boxer, Digga. Colette, okay. Powerpunkte für Colette. Edgar, okay, und die 3 blinkt, okay. Ah, krass, die 3 ist am Blinken, Leute, aber die Frage ist jetzt, was ist hier in dieser Box drin? Okay. Und einmal ein Gadget, Gadget für Pam. Noch ein Gadget. Und, oh mein Gott, es ist noch Lou, Alter, what? Okay, Leute, es ist kein Legendärer gewesen, aber trotzdem geisteskrank, Junge, geisteskrank, Mann. Und da passt es nicht mal aufs Bild drauf. Let's go. Ich habe es endlich geschafft, Digga. Jetzt ist das nächste Ziel natürlich 11 verbleibende. Aber 10 war auf jeden Fall noch übrig, dass ich das auch noch schaffe. Ich habe es geschafft, Leute.